Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Maus Akrobat und ich habe euch ja letzte Woche ein Video mitgebracht zu den Anleihenpanzern und da hat sich ja ein bisschen was getan. Unter anderem habe ich euch ja auch gezeigt, dass der T103 für Anleihen verfügbar ist. Ich habe mir zum Beispiel für meinen Beginner-Account bzw. für den Boss Kyler Free-to-Play-Account den Patriot, den T26E5 für 8000 Anleihen geholt. Aber das ist auch nicht jedermanns Sache und vielleicht ist der ein oder andere ja eher so jemand, der gerne TDs fährt und dann vielleicht auch gerne robuste TDs. Und das ist so ein T103-Ding. Ich persönlich, als ich ihn mir das erste Mal geholt habe, muss sagen, fand ihn die ersten zwei, drei Runden gar nicht so geil. Aber dann hat sich irgendwie sowas eingestellt, wo ich sage, der Panzer ist doch gar nicht so schlecht. Bis hin zu, ich bin ihn immer lieber gefahren, auch wenn er unglaublich hässlich aussieht und einen Schönheitspreis wird er mit Sicherheit nicht gewinnen. Aber ich persönlich muss sagen, ich finde ihn durchaus sehr interessant und ich fahre ihn sehr gerne und er wirft auch gut Credits ab. Hat eine sehr, sehr gute DPM, wie ihr hier seht, fast 3000. Die Spielweise ist ein bisschen ähnlich wie der T28 Prototyp, deswegen habe ich den gleich auch mal in den Vergleich gesetzt. Mit Ausnahme, dass der T28 Prototyp keinen volldrehbaren Turm hat. Der T103 hat einen volldrehbaren Turm und die Panzerung ist auch ehrlicherweise gar nicht so schlecht, gerade die frontale Turmpanzerung ist sehr gut, der Turmkranz eher nicht so und hier unten die Wanne, da könnt ihr auch ganz gern mal kassieren. 8 Grad Gun Depression hat das Teil, aber wie gesagt, diese Kanone fühlt sich manchmal so ein bisschen wie eine Schrotflinte an, auf Distanz auch nicht so geil, weil ihr nur 870 Meter pro Sekunde Shell Velocity auf der AP habt und ihr habt auch noch als Premium Munition eine AP, die auch nicht schneller fliegt, nur noch mehr Durchschlag hat. Wenn wir uns das hier mal ganz kurz angucken, 307 mm auf der Premium AP, das ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage für einen 8er TD, 307 mm Durchschlag, wenn ihr die hier laden wollt. Und die Standard Munition mit 258 Durchschlag ist auch nicht verkehrt, aber wie gesagt, der Panzer ist kein Panzer wie ein Skorpion G oder eine Su-130 PM oder ein Stritzwan S1, mit denen ihr auch auf Distanz sehr gut Ziele bekämpfen könnt, sondern es ist eher ein Panzer, ein TD, der mit den Heavys mitfährt, dafür auch den drehbaren Turm nutzen kann und dann immer mal wieder die Schüsse raushaut. Also es ist kein zweite oder dritte Reihe Redline Sniper TD, sondern es ist für Leute, die aktiv am Gefechtsgeschehen teilnehmen wollen und dann haut die Kanone auch ordentlich rein. Ich würde sagen, wir schauen uns mal ganz kurz einen Vergleich an. Wie ich den Panzer ausgerüstet habe, seht ihr hier. Ich habe bei den Feldmodifikationen noch nichts gemacht, deswegen kann ich euch da auch noch nichts zu sagen. Aber wenn wir mal ganz kurz hier raufschauen würden, also hier würde ich auf jeden Fall die 1 wählen, also Robustheit des Fahrwerks und Halten der Geschwindigkeit, also das würde ich auswählen. Hier würde ich auf jeden Fall nochmal die Zielerfassung nehmen, dafür wird die Kanone, beziehungsweise nee, ich würde wahrscheinlich Durchmesser des Zielkreises, ja, dass ihr noch einen genaueren Schuss habt, dass die Kanone auch auf Distanz mal was trifft. Ja, hier unten, da würde ich mich auf jeden Fall dafür entscheiden, weil der Panzer sowieso keine Tarnung hat, eher auf die Sichtweite zu gehen. Ja, und hier müsst ihr dann selber schauen, was ihr hier an unterschiedlichen Optionen einbauen wollt. Ihr seht jetzt zum Beispiel, dass ich hier bei der Ausrüstung eine Lüftung, Ansetzer und eine entspiegelte Optik verbaut habe. Man kann natürlich auch eine verbesserte Zielführung einbauen oder einen Waffenrichtantrieb. Ich habe es bis jetzt nicht gebraucht tatsächlich. Man könnte auch ein Turbo einbauen. Der Panzer ist recht mobil. Mit einem Turbo könntet ihr die Mobilität auf jeden Fall noch steigern. Aber ich mag das eigentlich ganz gerne, dass ich auch so ein bisschen was für mich selber spotten kann. Und jetzt hier mit der Optik komme ich immerhin auf 484 Meter Sichtweite. Das heißt, auch wenn meine Lights, meine Mediums dann mal wieder scheiße waren, kann ich für mich selber spotten. Und das ist mir persönlich eigentlich mit am wichtigsten. Man könnte natürlich sagen, komm, lass die Lüftung raus. Dafür nimmt man eine verbesserte Zielführung oder ein Turbo, was man dann jetzt auch gerne spielen mag. Das hängt natürlich auch immer von der Karte ab. Ich denke, auch die Optik braucht man jetzt auf Stadtkarten nicht. Da könnte man dann zum Beispiel auch für die Optik nochmal eine verbesserte Zielführung einbauen, wenn ihr auf einer offenen, auf einer Stadtkarte seid, dass ihr noch schneller eure Schüsse rausbringen könnt. Also wie gesagt, da ist eurer Fantasie eigentlich keine Grenze gesetzt. Bis jetzt war das Setup, was ich gefahren bin, so. Und die Replays, die ihr dann auch gleich sehen werdet, sind auch so gefahren. Ja, kommen wir einmal ganz kurz zu dem Vergleich mit dem T28-Prototyp, weil wie gesagt, sonst gibt es auf der Stufe 8, wenn wir jetzt hier mal ganz kurz reingehen, Charioteer kommt von der Spielweise nicht hin, weil Charioteer ist einfach nur ein fahrende Papier-TD. Also
AT-15 kommt auch nicht hin. Der hat noch mehr Panzerung, aber keinen drehbaren Turm. Also es gibt auf der Stufe 8 eigentlich jetzt nichts Vergleichbares außer den T-28-Prototyp, weil ihr seid kein Skorpion G, ihr seid keine Su-130 PM, ihr seid aber auch kein G-Saw. Ihr seid ein klotziger Koffer, der aber einen guten Punch hat, und deswegen finde ich, wie gesagt, da kommt der T-28-Prototyp ins Spiel. Von der DPM sind sie auch sehr vergleichbar, ich würde sagen sogar gleich. Ihr habt bei dem T-103 nochmal 10 mm mehr Durchschlag auf der Standardmunition. Ihr ladet knapp 10,7 Sekunden nach bei 440 Schaden pro Schuss. Also da kann man auch schon mal deutlich über 500 rollen, wenn RNG einem gnädig gesonnen ist. Ich hatte den Negativaspekt schon angesprochen. 870 Meter Shell Velocity ist ein bisschen ärgerlich, wenn man auf Distanz versucht, was zu treffen, was sich dann auch noch bewegt. Also da muss man schon sehr weit vorhalten. Deswegen immer schön nah ran an die Ziele. 2,21 Sekunden Einziehzeit ist ein bisschen schlechter als beim Prototyp, aber es ist ausreichend. 0,35 Genauigkeit besser als beim Prototyp, und das Ganze kann man natürlich dann auch noch mit Lüftung, Zielführung und den Feldmodifikationen natürlich verbessern. Ihr habt 8 Grad Gun Depression, das ist nicht schlecht, der T-28 Prototyp hat 10 Grad, aber dafür habt ihr 30 Grad Gun Elevation. Ja, gerade auf so Karten wie Klippen oder Minen, wenn man dann mal an der Wand dran steht, ist das gar nicht verkehrt, dass man die Kanone auch steil nach oben bekommt. Das ist so ein bisschen wie beim Löwen. Der hat auch eine sehr, sehr hohe Gun Elevation. Und da könnt ihr durchaus auch dann mal Ziele bekämpfen, die am Hang direkt über euch stehen. 40 km/h fährt der Gute, also deutlich mobiler als der T-28 Prototyp. 12 km/h mehr bringt er hier zu Papier. Bei 900 PS und eine 63 Tonnen habt ihr eine viel, viel bessere Power-to-Weight-Ratio, also ein viel, viel besseres Leistungsgewicht. Das heißt, er ist nicht nur zügiger, sondern er kommt auch besser aus dem Quark. Also für alle diejenigen, die sagen, so T-28 Prototyp eigentlich geil, aber ist mir eigentlich viel zu langsam. Da kommt der T-103 dann ins Spiel. Er hat eine brauchbare Panzerung, aber er hat halt auch eine dementsprechende Mobilität gepaart mit der gleichen DPM und einer soliden Kanone. Was hat er nicht? Ja, wenn wir ganz unten mal gucken, Tarnwert. Ja, der T-28 Prototyp hat immerhin 12,6. Ihr seht das hier, T-103 ist ein fahrendes Hochhaus, hat also keinen Tarnwert. Und da braucht ihr jetzt auch nicht versuchen, irgendwie sneaky zu werden, sondern ihr solltet tatsächlich dahin fahren, wo es weh tut. Er hat nochmal 100 HP mehr als der T-28 Prototyp. Und die Panzerung, die gucken wir uns jetzt nochmal im Detail an. Ja, und was fällt auf den ersten Blick auf? Ja, ne, die Wanne ist sehr, sehr schlecht gepanzert. 56 mm, 62 mm hier. Hier oben habt ihr immerhin 124 mm. Hier wird es auch nicht besser. Also ihr seht, der ganze Turmkranz ist ein einziger Weakspot. Hier diese kleinen MG-Ports, 60 mm beide nur. Also das gesamte Konstrukt solltet ihr verstecken. Der Turm hingegen 300 mm, 320 mm, ne, nur hier neben der Kanone. Es sind aber immerhin noch 220 mm, ja, also gegen 7er und 8er, die müssen das erstmal durchschlagen. Und hier oben eure Kommandantenluke, die hat nur 60 mm, aber die ist auch nicht so riesig. Ich meine, sie sieht jetzt hier ja, relativ groß aus, aber so einfach ist sie nicht zu treffen, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Die Gunblende hier selber auch mit über 400 mm, hier oben 270 mm. Also der Turm, ihr seht das, der Turm kann schon gut was bouncen. Ihr habt ein riesiges Seitenprofil, da müsst ihr aufpassen. 100 mm, 100 mm, 150 mm und auch am Heck nur 60 mm. Also immer schön die Front des Turms zum Gegner halten und dann dementsprechend agieren und versuchen, dieses ganze andere hier zu verstecken. Klingt erstmal leichter gesagt als getan, aber wenn ihr das schafft, hier die Wanne und den Turmkranz zu verstecken, mit dem Turm selber kann man sehr gut arbeiten. Wenn man dann noch die 8 Grad Gun Depression nutzt, dann ist der T-103 eigentlich von der Panzerung her zuverlässiger, als mancher denken mag. Ja, die erste Runde, die ich euch mitgebracht habe, sind wir auf Ehrenberg in einem 9er Gefecht, und hier steht er direkt neben dem Panzer, mit dem wir ihn eben verglichen haben, dem T-28 Prototyp. Und ja, wir haben hier 5 9er. Der Rest aufgefüllt mit 8ern, eine Arti, ein Light, also durchaus zu verschmerzen. Wir haben auf beiden Seiten 4 TDs. Wir haben auch im Gegnerteam unseren Counterpart, den T-103. Also eine relativ ähnliche Verteilung. Und wie gesagt, mit dem T-103 wollt ihr jetzt nicht irgendwo auf die Flanke fahren und da wild rumsnipen. Also jetzt hier nicht irgendwo auf der K-Linie stehen bleiben. Man könnte sich jetzt hier oben auf den Schutthaufen draufstellen. Ich persönlich fahre aber lieber noch ein bisschen aggressiver mit dem Panzer, weil auch von diesem Schutthaufen hier oben müssten wir quasi anfangen, über die halbe Karte zu snipen, was
definitiv nicht im Sinne dieses Tanks ist, sondern der will schon, ich will nicht sagen, dahin fahren, wo es wehtut, weil dafür reicht die Panzerung jetzt nicht aus. Aber wenn ihr hier so einen Schutthaufen habt, wo ihr euch quasi bequem hinterstellen könnt, dann habt ihr hier schon mal einen guten Schutz für eure Wanne, könnt mit dem Turm arbeiten und unvorsichtige Heavys quasi dann schon in die Seite schießen oder ins erste Kettenrad, wo auch immer. Die DPM, wie gesagt, die ist so stark, dass sie auch durchaus, gerade wenn die Heavys vielleicht noch nicht so die allerbeste Reparaturcrew haben, die Gegner auf Dauerkette stellen kann und das bei 440 Schaden. Das hämmert schon ganz gut rein und wie gesagt, auch viele Gegner vertun sich da sehr schnell, was dieser T-103 für eine DPM hat. Da gibt es schon mal die erste Schelle, 484 ins Gesicht von dem M6A2E1 und ja, mal gucken, ob er das nochmal macht. Also wie gesagt, ich persönlich muss sagen, ich habe mich am Anfang ein bisschen schwer mit dem Panzer getan, so die richtige Rolle zu finden. Aber ich glaube, mittlerweile habe ich das ganz gut raus. Und das Kaliber, diese 130 mm, sind halt auch, was ihr gerade gesehen habt, nicht schlecht, um den Gegner instant zu tracken. Ja? Also jetzt steht hier leider der Defender, also das Objekt 252U, so, dass ich hier nicht ins erste Kettenrad vom M6 schießen kann. Aber man sieht auch schon, durch die Höhe gibt es einem immer wieder die Möglichkeit, auch über so flache Russen-Heavys wie dem Defender drüber zu schießen. Ja, und gerade wenn es jetzt darum geht, die Gegner zu tracken, ist dieser Modulschaden mit dieser 130 mm Kanone natürlich nicht zu verachten. Ja? Also wenn da so ein Löwe rausfährt, der hat ja sogar jetzt hier die verbesserte Härtung drauf, wie es ausschaut. Und wir haben ihn trotzdem mit einem Schuss getrackt, weil diese 130 mm Modulschaden halt die Kette ziehen. So, und das ist natürlich jetzt ein bisschen dreist. Leider haben wir hier das erste Kettenrad nicht getroffen. Der Löwe guckt da auch nochmal um die Ecke. Und ihr seht, dass wir haben jetzt sogar auch schon zweimal den Schuss gebounced vom M6A2E1. Mit APCR, also der Löwe kommt da auch nochmal raus. Also sehr dankbar, was die Kollegen hier treiben. Nächster Trackshot auf den Löwen. Wenn unser FV jetzt hier nicht schlafen würde, dann hätten wir hier den Löwen auf Dauertrack. Das ist so krass, dass der Löwe da jetzt dreimal rausfährt und sich dreimal so einschenken lässt. Ja, Hut ab auf jeden Fall. Good game. Wir sind jetzt schon bei 1865 Schaden und wie gesagt, es ist euch gerade aufgefallen, ne? Wir haben auch schon 1280 Schaden geblockt. Also die Turmpanzerung selbst gegen die APCR vom Jumbo da hinten ist nicht verkehrt. Der Conqueror konnte uns jetzt hier in die Seite schießen. Mein Gott, ihr dürft euch nicht darauf verlassen, dass ihr jetzt hier alles bouncen werdet. Aber ich würde auch sagen, hier einen korrekten Trade gemacht. 445 kassiert, 455 ausgeteilt. Der Conqueror hat zwar ein bisschen gehighrollt, aber mein Gott, dafür bounced jetzt hier der ST1 mit Heat an unserem Turm und wir können ihm nochmal 432 ins Gesicht reinjodeln und das ist jetzt hier ein bisschen übermütig. Gute Nacht, Kollege. Also den nächsten Heavy, den wir hier verabschiedet haben. Wir sind mittlerweile schon bei 2780 Schaden und ich denke, gerade für die Leute, die jetzt vielleicht bei der Panzerungsansicht dachten, oh, sieht irgendwie ein bisschen fischig aus. Nee, die Panzerung, wie gesagt, wenn ihr die Wanne und den Turmkranz einigermaßen versteckt, gerade am Turm, da kann hier dieser Brainbug durchaus so einiges bouncen. So, Type 59 hat jetzt ein Problem, wird von vorne angegangen vom Defender, von hinten vom Löwen und von der Seite von uns. Hallo. Grüße. So, schon wieder 468 aufs Konto und ruckzuck sind die 3000 Schaden geknackt. Wir haben noch 800 HP. Also vielleicht natürlich für aggressive Spielweise die 800 bzw. die 1250 HP ein bisschen mager. Also ihr seid jetzt mit Sicherheit kein Brawler, der sich mehr als zwei Schüsse fangen kann. Aber man kann immer mal wieder gucken, dass man hier vielleicht auch so einen Angriff nach vorne treibt. Jetzt hat der Conqueror hier eigentlich gepennt, nur ich konnte gerade nicht schießen. Und der Schuss, keine Ahnung. Das soll wohl jetzt Spaced Armor gewesen sein. Wie auch immer er den gebounced hat in der Seite. Aber so ist es halt. Leider kein Pentreffer. Unsere Kollegen übernehmen dafür aber den Rest und entsorgen hier den Conqueror.
Und wir können uns jetzt um wichtigere Dinge kümmern. Und zwar um unsere nächsten Ziele. Da oben Charioteer, scharfe Tour. Das wären doch nochmal schicke Treffer. Die sind auch beide noch fast Full AP. Und wir haben ja noch eine ganze Menge Zeit. Beziehungsweise es steht jetzt 10 zu 3. Gegner haben noch 5 Panzer. Und unser Team ist gleich auch beim Cap angekommen. Mal gucken. Skorpion hat sich da ins Wasser droppen lassen. Der GW Tiger P ist rausgegangen. Leopard PTA hat da hinten gerade einen 1390 rausgenommen. Also der wird auch noch irgendwo stehen. Und jetzt ist unser U-Boot hier angekommen bei der Flussdurchquerung. Da steht der PTA. Und ihr seht auch, dadurch, dass der Panzer so hoch ist, kann er auch relativ tief im Wasser stehen und trotzdem noch feuern. So, und da unten im Wasser unter der Brücke steht der Skorpion. Und er will jetzt hier nochmal zaubern, aber da kommt... Das ist halt das Geile an einer 130mm Kanone. Gerade gegen solche Panzer wie ein Skorpion etc. Wenn ihr das Amorek trefft, dann habt ihr durchaus häufiger mal dieses Erlebnis, dass ihr den Gegner sofort mit dem ersten Schuss blow up. Natürlich noch häufiger mit einer ISO mit 152mm, aber auch diese 130mm haben genug Zerstörungspotenzial, wenn es um die internen Module geht, dass da auch mal mit einem Schuss das Amorek gezogen werden kann. Also gerade für die, die auf dicke Schellen stehen, auch für die ist der Gute hier sicherlich nicht verkehrt. Vielleicht kriegen wir jetzt hier noch einen Schuss auf den Gezor. Sah eigentlich aus, als wenn er nicht trifft, als wenn er vorbeifliegt, hat aber trotzdem getroffen. Und jetzt cappen da hinten gerade zwei Leute durch. Der scharfe Tour, wenn wir ganz kurz gucken, der war ja zumindest noch so auf 600 HP unterwegs. Gucken, ob wir da vielleicht auch noch einen Schuss bekommen. Also fast 2000 Schaden mit dem Tank hier gebounced. 5249 Schaden selber gemacht. Und die Schüsse, die wir gebounced haben, das war ja mitnichten irgendwie. Da ist der scharfe Tour jetzt, aber wir kriegen leider keinen Schuss mehr. Also das waren ja, wenn wir jetzt hier nochmal ganz kurz reingucken, ne, hier G-Saw hat keinen schlechten Standarddurchschlag, hat sogar mit APCR geschossen, ist gebounced. SD1 mit Heat gebounced und auch der M6A2E1 mit APCR mehrfach gebounced. Der Löwe auch gebounced, obwohl der einen sehr, sehr starken Standarddurchschlag hat. Also das waren jetzt keine Low-Tier-Panzer, die wir hier gebounced haben, sondern das waren 8er und 9er, die zum Teil sogar mit Premium-Munition geschossen haben. Also Panzerung, würde ich sagen, machen wir einen Haken dran. Ja, als zweites habe ich euch nochmal eine Runde im 10er-Gefecht mitgebracht. Auf einer offenen Karte. Eben hatten wir ja quasi den Kampf auf sehr kurze Entfernung. Ich will euch natürlich nicht vorenthalten, dass diese Kanone durchaus, und das hatte ich ja auch schon angesprochen, ihre Probleme hat, wenn es darum geht, auf größere Distanz zu snipen. Erstmal überhaupt aufgrund der nicht so tollen Genauigkeit zu treffen. Und dann natürlich die Shell Velocity, die viele, glaube ich, unterschätzen oder diesen Wert nicht beachten. Also wir haben jetzt hier 870 Meter pro Sekunde. Ich hatte es ja schon mal angesprochen. Und das ist nicht unerheblich, wenn es darum geht, auf große Entfernung, wie gesagt, die Schüsse vorzuhalten. Gerade wenn sich Ziele dann auch noch bewegen. Weil häufig, wenn dann bei den Gegnern der sechste Sinn angeht, auf so einer offenen Karte wie Pokarovka, dann haben sie auch ganz schnell Schnappatmung und das P in den Augen. Das heißt, da wird dann zurückgerudert und zurückgefahren und dann müsst ihr in der Lage sein, den Schuss vorzuhalten und bei 870 Meter pro Sekunde muss man doch eine ganze Menge vorhalten. Wir haben jetzt hier den ersten Panzer oben schon gespottet durch unseren Leopard, Su-130 und den Standard B. Ich nehme jetzt lieber das langsamere Ziel und 441 ins Gesicht. Jetzt müssen wir gucken, vielleicht Standard B. Man kann da nochmal reinschießen, aber ihr seht auch, wie verdammt langsam hier die Schüsse fliegen. Ich bin kein Freund davon, mit dem Panzer auf die 1er-2er-Linie zu fahren, gerade mit den 8 Grad Gun Depression kann man durchaus auch in der Mitte was machen, muss natürlich ein bisschen aufpassen. So Emil 2 wäre jetzt hier in der Mitte schon unangenehm, eine E3 ist natürlich auch immer unangenehm und die Leoparden, wenn die zum Beispiel auf den Hügel fahren, dann müsst ihr aufpassen, dass ihr hier in der Mitte nicht gespottet werdet. Aber ihr habt die Möglichkeit, so wie wir das gerade gemacht haben, da hinten auf die 1er-2er-Linie zu feuern. Und wir sehen ja auch diese Karawane, die da gerade auf den Hügel hochfährt. Emil 2, Gott sei Dank nicht in der Mitte. Das ist für uns natürlich ein bisschen angenehmer, weil wir so ja eigentlich nur aufpassen müssen, dass wir hier nicht aufgehen. Wir können hoch snipen, aber wir haben jetzt keine unmittelbare Bedrohung in der Mitte. Und ich glaube, das ist auch der größte Fehler, den das Gegnerteam hier macht, dass sie
absolut keine Kräfte in der Mitte haben. Ich meine, wir haben selber hier, wenn ihr euch das mal anguckt, schon eine ganz hohe Konzentration auf der 1er-2er-Linie. Da hat man manchmal immer so das Gefühl, dass die Leute irgendwie einen Contest darum machen, wer mehr Panzer in einem Quadrat geparkt bekommt. So, beide Schüsse auf den Standard B haben getroffen. Aber Gott sei Dank ist der auch nur rückwärts gefahren. Also wie gesagt, man sieht ja schon, dass die Kanone jetzt kein Skalpell ist und auch wie gesagt, diese Schüsse doch relativ langsam fliegen und da muss man dann schon so ein bisschen Übung haben, dass man genug vorhält und dass einem da die Ziele nicht entgleiten. Und auch das ist die Genauigkeit von dieser Kanone. Wir haben jetzt zwar 370 Tracking Damage bekommen, aber ein Centurion 7-1 in der Seite, voll eingezielt, steht völlig offen und der Schuss fliegt dann unten in die Kette. Das wird häufiger vorkommen, gerade auf Distanz. Also es ist kein Sniper-TD. Er kann auch mal treffen, ja, keine Frage. Aber mich darauf jetzt vollends verlassen, würde ich tatsächlich nicht. Man kann mit der Feldmodifikation, wo wir das ja gerade am Anfang besprochen haben, noch ein bisschen was rausholen, was die Genauigkeit angeht. Aber es wird halt, wie gesagt, kein Skorpion G, keine Su 130 PM und auch kein Stritzwan S1, sondern es ist halt ein Klotzkoffer. So, unsere Karawane auf der 1er-2er-Linie zieht hier aber gerade mächtig durch. CS-52 Lease, ganz schön aggressiv. Die ganzen Achter da, Indien-Panzer, Defender, jawohl. Hinten rödelt auch noch der Scharf Futur hinterher. Also, sehr optimistisch. Vor allem auch, weil der T-110 E3 noch gar nicht offen war. Da ist ein E-75. Das ist natürlich jetzt ein gefundenes Fressen, ne? So schön in die Seite. 490 Schaden, schöner Treffer. Da steht auch noch ein Löwe. Aber die Seite vom E75, die schmeckt natürlich. Und wenn er so schön stehen bleibt, nochmal 471. Jetzt habe ich ein Problem. Und zwar bin ich jetzt gerade aufgegangen. Habe jetzt vom AE Phase 1 kassiert, vom 703. Und muss jetzt zusehen, dass ich hier wegkomme. Also ich habe mich hier spotten lassen. Das ist natürlich ärgerlich, wenn die Gegner vom Hügel hier hochschießen können. So, jetzt ist der E3 da vorne auch noch aufgegangen. Und jetzt sehen wir auch mal, was die Kanone halt auch nicht kann. Ne? Der Schuss einen Kilometer daneben. Nochmal einen guten Kilometer daneben. Also wir haben jetzt auf jeden Fall das Umland umgepflügt. Der könnte... Ne, geht nochmal voll auf, full AP auf. Also der hat nicht getroffen. Der hat getroffen für 452, also sexy High Rolls hier am Start auf jeden Fall. Und der Indien-Panzer frontal auf den E3, das ist natürlich mutig. Nochmal 443 Schaden, also wir gönnen uns hier dick. Da hinten Pantera. So, er fährt ziemlich gruselig. Völlig unberechenbar. Also, wenn die Gegner auf einer geraden Fläche von rechts nach links fahren, dann geht's eigentlich. Aber wenn die Gegner jetzt da irgendwo, wenn da auch noch so immer Hügel und kleine Erhebungen sind, dann wird's doch relativ schwierig, wenn man nicht nur die Fahrtrichtung vorhalten muss, sondern auch noch die Fahrthöhe. So, Pantera, beide Male nicht getroffen. Jetzt muss er darüber jodeln. Das ist ein einfacher Schuss, weil er dann natürlich ordentlich verlangsamt, wenn er darüber fährt. Und dadurch haben wir jetzt hier nochmal 448 in den Pantera reingeprügelt. 11:2. Und warum? Woran hat er jetzt gelegen? Warum ist das Game so einseitig ausgegangen? Einfach, weil die Gegner extrem viele Panzer zum Hügel geschickt haben, den Hügel aber nicht gepusht und überhaupt gar keinen in der Mitte. Du kannst Prokhorovka nicht gewinnen, wenn du keine Panzer in der Mitte hast. Das ist leider ein ungeschriebenes Gesetz. Wenn du die Mitte nicht hast auf Prokhorovka, dann hast du ja nichts und dann kannst du auch nicht gewinnen. Man kann mit der Mitte und dem Hügel gewinnen, man kann mit der Mitte und der 1er-2er-Linie gewinnen, aber man kann nicht mit der 1er-2er-Linie und dem Hügel ohne die Mitte gewinnen. Wenn ihr euch das so merkt, dann habt ihr vielleicht auch nochmal, was jetzt hier so die Kartenstrats angeht, ein bisschen was mitgenommen. Ja, wir kriegen jetzt hier leider auch nichts mehr vom Centurion ab, können wir an der Stelle abkürzen, aber ich wollte euch auch nochmal so eine offene Karte zeigen, dass wir vielleicht auch nochmal so ein Gefühl dafür entwickeln, okay, was kann die Kanone auch nicht
Und was kann sie gerade noch so treffen? Ja, kommen wir noch mal ganz kurz zu den Postgame-Stats. Erste Runde auf Ehrenberg war ein Panzerass. Wir haben die Unterstützermedaille und das Großkaliber gemacht. 5249 Schaden, 2 Kills. Ich verstehe gar nicht, warum wir eigentlich keine Stahlband bekommen haben, aber gut. Und 564 Unterstützungsschaden. Gucken wir mal ganz kurz drauf. 1559 Basis-XP, also war auf jeden Fall eine Leckerschmecker-Runde. Ich wollte jetzt mal ganz kurz gucken, wer hier Stahlband bekommen hat, ob hier überhaupt jemand Stahlband bekommen hat. Also die Arti war es mit Sicherheit nicht. Was ist hier los? Nee, hier hat keiner Stahlband bekommen. Ja, keine Ahnung. Hätte ich mir gerne gegönnt, die Stahlband, aber hat nicht gereicht. Gucken wir hier hinten ganz kurz drauf. 16 Mal geschossen, 15 Mal getroffen, 11 Mal penetriert. 1950 Schaden mit der Panzerung geblockt. 7 Minuten 35 hat die Runde gedauert. Und mit Credit Boostern haben wir 210.000 Credits plus gemacht in einer Runde. Schmeckt auf jeden Fall. Gucken wir mal ganz kurz auf die zweite Runde. Das war zweiter Klasse. 533 Unterstützungsschaden, 3141 Schaden, ein Kill. Ja, 966 Basis-XP und da gucken wir auch nochmal ganz kurz drauf. Hier hatten wir keine Credit-Booster, überhaupt keine laufen. 40.500 Credits immerhin plus gemacht in 6 Minuten 51. Die Credits berechnen sich natürlich ganz maßgeblich an der Basis-XP. Wenn die halt deutlich geringer ausfällt und dann keine Credits-Booster am Laufen sind, dann macht ihr jetzt auch nicht so Unmengen Credits. Aber ich denke, für den Zeitaufwand und für so eine Runde schmeckt das auf jeden Fall auch. Ja, damit soll das Video beendet sein. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen, wie der Tier 103 ist. Und ich persönlich, wie gesagt, finde, für die Anleihen, für die Leute, die sowas mögen, ich hätte nicht gedacht, dass ich das mag, aber mir hat er durchaus jetzt in der letzten Zeit sehr viel Spaß gemacht. Bin ihn ja auch mit Mailand 2-3 Mal in M&M gefahren. Also ich kann den Panzer ohne Probleme empfehlen. Man muss sich ein bisschen drauf einlassen und man muss vielleicht auch über seine optischen Gegebenheiten hinweg schauen können, aber dann ist das definitiv ein geiles Teil. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!